Also zuerst mal gibt es viele direktere Führung, oder? Es gibt einen Verwaltungsrat, wenn das jetzt durchgeht, da sitzen die 12 CEOs von der Nationalligamannschaften zusammen und können reagieren auf alles miteinander. Jetzt ist das viel, viel schwerfälliger, oder? Man ist jetzt, sich jetzt einig, dass die Liga kann grösser werden kann. Es gibt aber die, die aufkommen, die müssen auch realistisch Teil von dieser Liga können sein. Sportlich müssen sie sein, sie müssen aber auch finanziell sein, sie müssen von den Zuschauern her sein. Es muss passen. Aber man kann absteigen. Also wenn ein Club nicht mehr vernünftig geführt ist und nicht mehr vernünftige sportliche Leistungen erbringt, dann wird er ausgeschlossen aus der Liga. Wir sind im Grundsatz gegen eine Ausländerregelung, weil wir einfach das Gefühl haben, dass das angedachte Ziel, oder wir sind auch überzeugt, das angedachte Ziel kann man nicht nur mit dem erreichen, sondern wenn man die Löhne reduzieren will, dann geht es nur über die Vernunft. Und alles andere sind vielleicht Einschnitte, wo man künstlich mit Reglementen etwas tut, verändern. Mannschaften sind sicher Hauptleidtragende von so etwas, eine Aufstockung von diesen Ausländern. Bis zu 50% könnten 72 Arbeitsplätze sein von Schweizer Spielern, die darunter leiden. Die Folgen daraus sind so extrem prägnant, dass das Produkt ihren Grundfest eigentlich in Zukunft erschüttert werden würde.